morgen, Fotzebärchens. Heute geht's nach Portugal. Ja, es ist sehr früh. Jetzt erstmal Kaffee und was zu essen. Ja, ging erstmal, ne? So, jetzt sitze ich hier im Zug mal wieder. Auf dem Weg zum XXX nach Prada Tromba Romba nach Portugal. Das wird heute eine richtig lange Reise. So, jetzt sitzen wir im Zug. Ne? Dann sind wir irgendwann um 12 in Düsseldorf am Flughafen. Dann checken wir um 1 Uhr ein. Dann fliegen wir da runter und sind irgendwie um 5 Uhr da aus dem Flughafen raus. Dann haben wir ganz lange Wartezeit und dann spielen wir um 2 Uhr nachts. Das ist super, ne? Das macht richtig Spaß. Ja, ich gönne mir jetzt noch mal ein bisschen Ruhe und dann sehen wir auch gleich die anderen. Es wird wieder 2 Videos geben. Einmal mein Vlog und dann müssen wir jetzt die Fahrausweise zeigen für den netten Herrn, der mich hier gerade unterbricht, aber das machen wir natürlich gerne, weil wir haben ja bezahlt. Bis gleich. Ja, jetzt am Flughafen nochmal pingen, ne? Major, wir sind am Flughafen angekommen jetzt. Was sind deine Erwartungen? Ich weiß nicht, vergessen, Reue, Trauer. Abwarten, was passiert? Ne? Ich meine, wir spielen mitten in der Nacht. Und wie man so schön weiß, nach 2 Uhr passiert nichts mehr Gutes halt, ne? Vor allem nicht bei uns. Vor allem nicht mehr als 2 Promille, ne? Es ist sehr eng hier. Ja, aber eng ist gut. Manchmal. Aber bei Flugzeugen nicht. Da ist der Grenzhof und ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, ne? Aber ich hasse Fliegen. Ich hasse Fliegen so sehr. Ich fühle mich da immer nicht so gut. Deswegen gucken wir mal, wie das hier alles verläuft. Und dann melden wir uns hoffentlich, wenn wir dann gleich ankommen. So ruhig möchte ich auch gerne da legen. Kann ich nicht. Das finde ich aber sehr lieb und nett, ne? Hier tatsächlich gibt es auch Freibier. So heißt das hier. Wenn es das für uns ist. Sagres, 5%. Ja, soll mal pinken, ne? Ja. Ja, damit hätte ich ja nicht gerechnet, dass es hier jetzt Bier umsonst gibt. Man drückt einfach nur auf den Knopf und dann kommt Bier. Ich habe auch einen Knopf. Tap, ich weiß nicht, wofür das T steht, aber eher Portugal. Obrigado und Salut, sagt man, glaube ich. Ne? Tap, da geht mir einer ab. Tap, da geht mir einer ab, genau. Tap, das Bier ping. Fun Fact, auf dem Flug, wo war das, ne? Nach Porto, ja, als wir auf der Chicken Party gespielt haben, ist der Song schon Hide It, Control It, Behave, ne? Mittlerweile hat man dazugelernt, man lässt sich einfach so einen Becher geben, ohne Cola, und dann mischt man schön. Yummy, yummy. Was da drin ist, das seht ihr dann auf Kadawafika TV. Es zeigt nur, dass du schwächer geworden bist und jetzt Cola brauchst. Stimmt, damals haben wir das pur gesoffen, ne? Ja, ein Schluck da. Ja. Wisst ihr, was auch richtig scheiße ist? Im Flugzeug zu saufen und dann zu warten, bis mal so eine beschissene Toilette frei ist. Ich hasse Start und Landung so sehr, aber jetzt sind wir gelandet und Touchdown, ey. Puh. Jetzt werden wir gerade zum Club geschuttelt, dann machen wir noch mal pingen, ne? Ja, jetzt sind wir hier im RCA Club, so heißt das in Lissabon, angekommen. Hier im Hintergrund, da, seht ihr schon das ganze Merch von den anderen Bands. Wir laden gerade unser Merch aus und dann muss man halt gucken, was heute so geht. Ist ja schon ein bisschen stressig, bin auch ein bisschen müde und es sind noch sehr viele Stunden zu überbrücken. Aber egal, wir trinken jetzt noch mal ein Bierchen und dann reden wir mit Leuten, die hier so rumlaufen. War euer Gig gestern erfolgreich? Ich bin ja leider erst heute angekommen. Leider erst. Ja, aber wie war gestern? Gestern war sehr geil. Also dafür, dass wir pingmäßig war es sehr gut. Ich hörte Geschichten von einem Schlagzeuger. Ja, hier ein paar Bilder. ja, nee, war super. Also dafür, dass wir als erste Band gespielt haben, war es ziemlich gut voll. So, und das haben wir nicht erwartet, aber schon geil. Also die Resonanz war sehr gut. Die Leute hatten Bock auf Party, Moshpits waren da, Circle Pits.
ja, ich bin mal gespannt, wie es heute weiterläuft mit den Kadaverfickern. Oh, das wird so schlimm. Schön pink. Ja, genau. Lieber die Cyrus oder Superbock? Superbock. Ja, definitiv. Weil ich habe immer Superbock. Ich habe immer Superbock zu saufen. Es muss ja weitergehen, Ping, ne? Jetzt portugiesisches Bier. Das gleiche, was wir übrigens im Flieger getrunken haben. Ping, ja. So, Katrin, wie sagt man so schön in München? Saufen. Nee. Prost! Nee. 1, 2, 3, Xuffer. Nein. Was denn dann? Ping. Ping. Erste Band. Oh, ich bin gerade pissen und da muss man sich noch 7 Stunden durchschlagen. Ich meine, ich bin Profi, ne? Also Profi-Trinker auch. Da weiß man, dass das noch geht, aber ey, das wird Hölle-Nacht heute. Hölle-Nacht. Biertest, ne? Ping erstmal. Ich sehe ja schon hier super Bock. Mini. Ne? Jetzt sieht man mich gar nicht. Hier, Mini, ne? Ist ein sehr, sehr kleines, Bier. Tiny. Tiny, tiny Bier. Und wir müssen noch so lange warten. Fuck. Reckless Magma and he's already doing a ping. A ping? Major, was habt ihr gegessen? Fleischtaschenscheiße. Fleischtaschenscheiße? Ja. War das gut? Ja. And here we are with Alex. You play sax in a death metal band. Wow. Yeah, I mean this is very unusual. Yeah, absolutely, and that's why I play in that band, because it is very very crazy, very extreme music, but there is some jazz. My favorite phrase is I love jazz in any sort of music, any genre of music. Yeah, this is like jazz death metal. I mean, something like that. I mean, how you came up with the idea to play sax in a death metal band? When guys invited me first time, it was very extreme experience. But I love hard music, maybe not so hard, but I always have been a rocker and metalhead a little bit. And but when I chose saxophone as my professional first instrument, I learned with jazz, I learned with blues, and every music that will have roots in jazz, popular music and so on. And when I found a fusion of death grind, the heavy music with the jazz, it was the most powerful experience in my life, maybe. Carlos, how are you doing? I'm great, and you, man? I'm not drunk yet, so what's happening here? Yeah, we have to wait so long until we have to play. You too. Yes, it will be difficult. I will play like, I will sing like a bird. Like a virgin? Like a bird. A bird. Like a bird. Yes, like a bird. That's fucking so divine. Like a bird. Jetzt sind wir in so Supermarkt hier. Keine Ahnung, wir brauchen noch ein Bier und Zigaretten auch noch. Wo geht's lang? Rechts, links? Wir wissen das nicht. Wir werden das aber herausfinden und wir werden das Bier finden. Oder ich werde das Bier finden, weil meine Ficker-Kollegen haben mich ja alleine gelassen. Gibt's hier Zeus? Tiefkühltruhe? Nein, wir brauchen das Bier. Wir brauchen das Bier. Alter, wir müssen...
Das wird ein ganz schlimmer Abend. Hier haben wir nette Leute getroffen, die mir Wein gegeben haben, die noch mal Ping machen, ne? Lecker Wein. Und jetzt versuchen wir ein anderes Bier. Es heißt Sergal. Wir testen das jetzt einfach mal aus, wie das schmeckt. Ping übrigens, ihr Fotzen. Nee, ich bleib dabei. Superbock ist doch tatsächlich das beste portugiesische Bier. Auch wenn das vielleicht einige nicht hören wollen, aber Superbock ist. Aber man kann ja da trinken. Ich habe gestern gespielt, habe ich aber glaube ich schon den Jens gefragt, der ist ja scheißegal. Portugal. Ja, auf den darfst du auch nicht hören, ne? Der ist. Nicht? Der hat. Darf man nicht jedem sagen, aber der ist ein bisschen behindert. Cheers! Aber. Okay. Sieht ja keiner, guckt ja keiner. Aber Portugal als Land, als Auftrittsort. Mega. Von dem Moment an, wo wir hier gelandet sind, wie die Leute hier ticken, alle sind super entspannt. Ist schön hier auch, das ist ja auch immer geil, wenn man mal rauskommt, dass dann Städte auch entsprechend geil aussehen. Also wir waren heute jetzt am zweiten Tag mega lange auch in der Stadt unterwegs, haben uns viel angeguckt. Es hat mega Bock gemacht, vor allem, weil dann auch die Sonne rauskommt und einfach mal 19 Grad waren. Läufst rum, gehst an den Hafen, bis am Wasser. Mega. Also von vorne bis hinten war das hier ein richtiges Vergnügen. Das Venue super geil, die Crew geil. Ja, voller Lob hier für die ganze Geschichte. Ja, Martin von Diarrhö und auch von anderen Bands. Was war denn gestern los? Ich habe ganz schlimme Fotos gesehen. Du warst beyond. Wie hat Dave Chappelle einst interpretiert? I was having too much fun. Nein, also ich habe sehr viel Bier getrunken. Sehr viel Wodka. Ja, aber auch sehr viel Sportzigaretten geraucht und da führte eins zum anderen und ja, wahrscheinlich wirst du das jetzt gerade einblenden. Ja, also ich wurde angemalt, mir wurde gegen den Schwanz geschnippt, ich hab's nicht gemerkt. Ich wurde irgendwann aufgeweckt mit der Aufforderung, ich sollte doch jetzt bitte zum Hostel gefahren werden, was wahrscheinlich die beste Idee war in dem Moment. Und ja, also alles wie gehabt, total geil. Ne? Mega Totenpunkt. Überlegt mal, wir haben jetzt keine Ahnung, 9:30 und müssen noch 4 Stunden durchhalten. Alter, ey. Warum tut man sich das an? Warum tut man sich das an? Aber vielleicht könnt ihr das ja beantworten. Warum tut man sich so etwas an? Könnt ihr das nachvollziehen? Als Musiker und Rockstar. Ich gehe jetzt durch die Nacht in Lissabon und Zapada. Geile Scheiße. Ich muss jetzt weiter. Ich bin erst gerade angekommen. Ich muss mich zuerst warm saugen. Danke. Hier ist ja gerade Anna Lepsi am Spielen. Und hier, wir trinken jetzt Feuerball. Ja, der Pumper meinte, wir müssen Feuerball machen. Und da fliegt noch ein Luftballon in die Kamera. Und jetzt müssen wir hier Feuerball machen. Hier Ping. Das ist irgendwas mit Zimt, ne? Ja. Mit Zimt, ja. Und jetzt ist hier der Luftballon wieder. Aua, 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 aua. Das geht raus an Sven von Warn Records, der ist heute Abend auch hier auf den Ping, weil er hat mir das Bier ausgegeben. Großartiger Typ, vielen Dank für alles. Vielen, vielen Dank, dass du so geile Bands rausbringst. Ping.
my beer. What about you? Yeah, you are trying to focus the intention of me on me because you just wasted your beer now. You make a sacrifice and it's not nice and I'm not drunk. That's the most important. Die haben so kleine Biere, da kann man schnell mal mit per Du werden. Ping. Jens, durch die Nacht mit dem Gorminister. Was? Ist das eins der schäbigsten Formate auf YouTube? It's not okay to speak Nazi in English. Ist das eins der schäbigsten Formate auf YouTube eigentlich? Das ist so schäbig, da gucke ich gar nicht mehr hin. Yeah, Reckless Magma guys, we make a live. Why, man? Why? Because he fucking can! Das sehe ich jetzt wahrscheinlich, wenn ich irgendwann total nüchtern mit dem Tee auf dem Schreibtisch bei mir zu Hause hocke und mir denke, was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Ja, ist immer schwierig hier. Jetzt sind wir hier outside the venue. Und dann gucken wir mal hier, was hier geht. Ich will einfach nur. Eigentlich will ich nur schlafen. Aber wir müssen immer noch gleich spielen. Das wird eine richtig, richtig schlimme Show. Fucking hell. So you are the Zagreb robot? Yes. What does a Zagreb robot do? Drink beer. Yes, yes. Es hilft ja nichts. Ping. Whisky Cola und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Was geht hier los? Nix. Da wartest du auf deine Show, da kannst du eigentlich immer nur noch mehr Ping machen. Why you left and I love you? It changes. Like, I want to do something else. I'm not really into this slam genre. I was never really into this slam genre. And modern death metal in general. I'm more death, old school death metal kind of guy. And now I just, I don't know. It felt that it's time for change. So I'm still friends with guys, and I know they will continue with the band. But you're the Portuguese Chuck Schuldinger for me. Yeah, really. But you know it's. Yeah, I want to do different stuff. But you will. From in another band. Yeah, for sure. More than one band actually. You can tell the viewers something about your new project. Yeah. I mean, I can tell all the details. I can say the names of the bands that I'm joining in for now, but I will do an old school death metal. I'm working actually on a old school death metal project. More like that. Yeah, more like that. More like Transcendence kind of stuff. Yeah, more old school stuff. Like old school stuff was always the type of music that I like. Wieder in Portugal haben wir Leute wieder getroffen, die man mag, und ich mache noch mal Pingelfotzen. Machst du nichts.
Also geht man jetzt zu den Merch-Tussen hoch und hofft, dass man mindestens 3000 Millionen Euro an Merch verkauft hat. What the fuck? Kadaverficker ist die letzte wahre Punkrock-Band. Die richtig schön den Finger reinlegt, da wo ihr nicht reingelegt werden wollt. So, da können wir noch Ping machen, ne? Jetzt ist der Gig vorbei, habe ich glaube ich schon gesagt, aber ist ja egal, jetzt ist der Gig vorbei, jetzt machen wir noch Ping, ne? Fragen wir noch mal ein paar Leute vielleicht, wie die Show fanden. Ich habe auch keine Ahnung. Es war eh ein chaotischer Tag heute. Egal, Ping. 3 Uhr 28 nachts. Jetzt sind wir in der Unterbringung. Sind gut, ja. Aber der Folgende ist einfach für den Major. Der Major wird wissen, wie die Kippe gerollt wird. Ja, wie findest du die Unterbringung? Kann man pennen, ne? Waren da noch andere Menschen? Ja, Hauptsache, ja, da waren ja noch andere Menschen. Das ist schon ein gutes Zeichen, da sind wir die Arschlöcher. Und wir sind sehr stolpernd einfach reingelaufen und haben gesagt, ja, aber wir sind die Scheißmenschen, das ist in Ordnung. Es ist wichtig, dass wir die Kackmenschen sind. Punk. Und die anderen Menschen sind sowieso Kacke. Corporate, was sagen die zu den Namen? Insgesamt? Zu dem Tag? Mhm. Menschen haben Probleme. Ich bin froh, dass ich kein Mensch bin. Dann morgen. So, guten Morgen. Haben wir ja gestern doch noch überlebt, ne? Und ich habe im Bett von Jimi Hendrix geschlafen. Kann man sich was Schöneres vorstellen? Ich glaube nicht. Ich bin jetzt auf jeden Fall noch müde. Ich muss jetzt auch auf jeden Fall auch was essen. Und da sind die Boys. Ja, Leute, noch ist die Show nicht vorbei. Wir gehen jetzt noch durch Lissabon und suchen was zu fräten. Aber was macht man beim Laufen und morgens? Konterbier trinken, ne? Ping. War ein schönes Mini-Superbock. So, jetzt beim Essen. Frühstück, ne? So. Nächste Koffer. Und wir sagen Ping. So, hier schön Fisch essen, ne? Hier. Mangiaro. Ich meine, wenn man schon in so einer Fischstadt ist, dann muss man auch die Spezialitäten sich gönnen. Und wieder am Flughafen. Und damit endet das jetzt auch mal hier. Ich bin echt jetzt richtig, richtig müde. War gestern doch ein bisschen mehr Party als erwartet. Naja, aber wir sehen uns dann sicherlich bald wieder. Ich sag jetzt aber, zu viel Internet ist ungesund und deswegen abschalten. Ne? Abschalten.